Schon gut, alles unter der Hut. Jakey, bis zum Tage meines Todes beschütze ich dich. Nach den Kriegen war sehr klar, wer vorbereitet war und wer nicht. Es gibt diejenigen, die auf Chancen und Rückschläge vorbereitet sind. Und diejenigen, die es nicht sind. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, so einen Vater zu haben. Du weißt, die Kriege gehören der Vergangenheit an. Konzentrier dich auf die Zukunft. Sie sind eine Plage und werden unsere Welt zerstören. Bist du bereit, wirklich jeden umzubringen, den du triffst? Dad! Du blutest! Die Antibiotika sind zu alt. Ich krieg das schon hin. Und du wirst wieder gesund, das verspreche ich dir. Unterschätz das nicht, oder du wirst es nicht lebend zurückschaffen. Du musst versprechen, dass du jedem eine Kugel zwischen die Augen schießt, den du triffst. Egal ob Mann, Frau oder Kind. Und hast du Menschen gesehen? Ja. Und? Sag mir, was du hier tust. Ich hab sie getötet. Willst du vielleicht deine Kleidung trocknen? Ich denke, du bist kein Killer, oder? Was ist denn nur mit dir geschehen? Es hat nichts mit mir zu tun, sondern damit, was da draußen sein soll. Und da ist kein Chaos, wie du es mir immer erzählt hast. Sag mir jetzt bitte, was hier los ist. Ich will nur die Wahrheit wissen, Dad. Aber man kann ihm nicht vertrauen. Sie hat mich angelogen. Bitte helfen Sie mir! Du musst sie töten, Jake.